Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Palworld. Wir palen hier rum und palen die Perls. Und ich suche hier Zeugs. Ich denke mal, hier oben war ich noch nicht. Hier habe ich mich noch nicht besonders krass umgesehen. Das ist doch eine Kiste, oder? Surfen Terror. Boah, das sind ja viele auf einem Haufen. Aber die haben nur 31. Die könnte man eigentlich fangen. Ich versuche mal durchzupritzeln. Oh ja, die sind fast draufgegangen. Oh, die werfen Steine nach mir. Jawohl, der eine ist fast weg. Kriegen wir den mit so einer Sphäre schon? Obwohl, die hat nur 2%. Jawohl, es hat geklappt. Nein. Da machen wir noch tot, lieber. Nein, ich wollte ihn umbringen. Der hat's überlebt. Nee, der ist tot. Ja, dann nimm mal halt die hier, weil. Mehr als den kann ich hier damit eh nicht fangen. Ach so, einen hatte ich schon sogar. Scheinbar habe ich ihn mal erzüchtet. Oder mal befreit irgendwo. Hier sind Hankyus. Was hier echt wenig ist, da sind Beacons. Aber Beacons kann ich schon züchten. Ja, was echt wenig hier oben ist, sind Schnellreisepunkte. Ich bin auf der Suche nach Schnellreisepunkten. Da ist einer. Jawohl. Liegt sogar ein großes Blitzei. Yes, einen weiteren Schnellreisepunkt hier oben. Ernst. Und da ist eine Kiste. Minderwertige Munition, ja, immerhin eine Terrasphäre. Was wir aber brauchen ist Paluminium. Oh, ist da gleich die nächste Kiste? Hier sind echt viele Kisten, Wahnsinn. Ja, ein Flugmount ist schon der absolute Shit. Hier an der Insel bin ich draufgegangen in der gestrigen Folge. Ich bin gerade rüber geschwommen und dann hat es mich erwischt. Ups. Das mit den Pelzseelen, das muss ich auch noch ausprobieren. Die Pelz damit zu verstärken. Pistole Bauplan 4. Okay. Leer gegrillte Beeren gegessen. Ah, jetzt frisst er manchmal selber durch den Beutel, den ich dabei habe.
habe halt jetzt auch einen Fehler gemacht. Ich habe meinen großen Phalaris nicht mitgenommen. Phalaris. Der ist nämlich hier auch sehr stark. Was sind das für welche? Okay, die haben aber beide Level 50, die sind ein bisschen krass. Palladius und Necromus. Okay. Legendäre Biester. Sehr gut. Immer noch zu stark. Ich hab ein bisschen Angst. Hör auf damit, ich will nur die Kisten. Wir sind hier auf einer Mission. Und zwar auf Entdeckungsreise sind wir. Und er ist schon wieder hungrig. Boah, ich habe viel Brot dabei. Er freut sich nicht so sehr über Brot. Naja, nee, das ist ein Vogelgerst. Obwohl, Vögel mögen doch eigentlich trockenes Brot. Was halt immer noch ausbleibt, ist was richtig krasses bei den Kisten. Und dieses komische Palaminium. Hey, hey, nein! Nein! Oh Gott, ich bin in die Map gefallen. Scheiße. Ich bin das letzte Mal rausgekommen, weil ich den Vogel oben hingeschmissen habe und dann aufgestiegen bin. Der Vogelmann. Jawohl. Sehr gut. Bin schon ein Profi aus dem mit dem aus der Map rauskommen. Wo war die Kiste? Okay, jetzt leiden wir an Kälte. Das ist kein Problem. Wir haben... Wo ist die Kälteresistente? Nein, habe ich die liegen lassen? Ach, da ist sie. Gut. Okay. No more mistakes now. Wir wollen hier erkunden. Schon wieder eine Kiste gesehen. Ich finde sehr viel Crap in den Kisten. Nichts wirklich Geiles. Hier auf der kleinen Insel war auch irgendwas. Ich glaube, da war noch so ein Leafmunk-Ding, aber wir fliegen mal kurz rüber. Schon hier sind. Ja, das habe ich doch gesehen. So, Leafymunk, zurück zur Insel. Da, der Berg, auf dem waren wir auch noch nicht. Der Beacon ist immer noch erst 45, also da geht noch was bis 50. Ja, aber durfte den Phalaris nicht mitzunehmen. Kann man schon wieder dabei? Viel. Ich kann halt bei den Eiern oft nicht widerstehen, obwohl ich mir eigentlich viel bessere züchte. Normal müsste ich die doofen Eier nicht mitnehmen. Die liegen gerade gut, dass ich hier einmal den Blitzstrahl durchmachen kann. Jawohl, das war eine schöne Erfahrung. Die geben Palsaft. Dankeschön.
Ach, den einzelnen können wir auch schnell wegmachen. Wir sogar fangen können, aber ich habe von denen so viele gezüchtet, weil ich unbedingt die perfekten Handwerksskills hochzüchten wollte. Weil ich gesehen habe, dass ich aus Dictoise und ich glaube Relaxaurus war es, konnte ich dann wieder Anubis züchten. Oh, die liegen auch perfekt in einer Reihe. Freie Erfahrungspunkte. Der hat es gar nicht mitgekriegt. Ha, Loser. Mein Beacon ist gleich tot. Schnell auf den Phalaris wechseln. Muss man wieder. Ja, das habe ich auch gelernt. Man sollte mindestens zwei Vögel dabei haben. Das ist viel sicherer. Mal eine abkackt. Aber hier sind echt super wenig Schnellreisepunkte in dem Gebiet. Muss man sagen. Mist. Haben wir das jetzt nicht getroffen? Oh, der kriegt aber richtig hässlich. Das ist der fast tot. Oh, hier ist ein schönes großes Ei. Wir hauen mal ab. Oh, ist ein bisschen brenzlig gewesen gegen die. Gut, der hat halt auch nur 38 und er ist kein Perfekter. Der andere ist ziemlich perfekt mit seinen ganzen Angriffen. Und ist natürlich auch schon 44. Ich muss den dann auf jeden Fall wieder mitnehmen. Weil es eigentlich meiner ist. Und hier ist noch so ein komischer Dinosaur. Noch ein Ei. Oh, das ist ein Anubis-Ei. Aber die doofen Eier, die machen mir das ganze Inventar voll. Ja, es ist schon voll. Wir müssen jetzt einen Schnellreisepunkt finden und zurückgehen. Je höher wir hier kommen, so besser sind die Eier scheinbar. Ja, jetzt ist hier nämlich der Früchtebaum. Und ich bin voll. Vielleicht noch ein Schnellreiseding. Was ist denn da in der Mitte? Da ist ein Schnellreiseding. Aber ich muss erst mal gucken, ob ich hier was wegschmeißen kann und die Früchte mitnehmen. Was haben wir denn da Gutes? Powerbombe. Samenmine. Hydrostrahl. Ja, das will ich alles drei. Ich hab bestimmt irgendwas zu. Das hier kann ich wegschmeißen. Weizensaat kann ich auch wegschmeißen. Oh, das ist eine gute Pistole. Eine legendäre Pistole, jawohl. Da lohnt sich vielleicht auch endlich mal die Munition dann.
die paar Beeren hier, die kann ich auch essen. So, gib mal die Sachen her. Das sind, glaube ich, alles starke Attacken. Mal sortieren. Also Samenmine, 65er Stärke. Powerbombe, 70er Stärke. Hydrostrahl ist sogar lila. Das ist eine epische 150 Stärke. Boah. Also damit kann ich mir einen starken Pal machen. So. Jetzt haben wir aber hier was gesehen. Was ich noch nie zuvor gesehen habe. Und zwar das da. Ist zwar vielleicht eine weitere Stadt. Ich nehme mal den starken Vogel. Abhinder. Sie gucken, da ist noch eine Kiste. Allerdings sind wir voll. Ich weiß nicht, was da jetzt drin ist. Goldmünze, Gigasphäre, Pistolenbauplan. Ist okay, dass ein Pistolenbauplan drin war, aber jetzt, wo wir eine legendäre Pistole haben, ist es auch hinfällig. Da ist noch eine Kiste. Metallhelm. Ja, ich bräuchte jetzt halt den hochwertigen Metallhelm. Weil Metallhelm ist jetzt schon wieder out. Die Wüstenstadt. Ja, cool. Es gibt noch eine Stadt. Ich habe bis jetzt ja nur das kleine Dorf gefunden. So, was gibt's denn hier in der Wüstenstadt? Dieses Dorf wird vom Chef der Milizen, Markus, beschützt. Dass wir hier in Frieden leben können, haben wir nur ihm zu verdanken. Na, jedenfalls rate ich dir, hier nicht allzu sehr aufzufallen, wenn du ein langes Leben haben möchtest. Wenn du schlau bist, lässt du dich von der Miliz beschützen und schiebst eine ruhige Kugel. Dank Markus ist es auch heute wieder schön friedlich hier. Ach, hatte ich schon erwähnt, dass es hier nachts richtig kalt wird. Halt dich schön warm. Markus, soll ich den einfangen? Es hat ein paar Händler im Angebot. Robin Quill Terra. Ich meine, ich habe 300.000. Ich kaufe mal einen. Da seht ihr, wie viele. Lebt in felsigen Gebieten von der Jagd und ähnelt dem Menschen in seiner Natur. Wenn Knochen eines Robin Quill Terra in Ruinen gefunden werden, sind meist auch menschliche Knochen nicht weit. Ich kann noch mal ein paar verkaufen. Ich habe auch ein paar Hühnchen gezüchtet. Von denen muss ich noch ein paar züchten, weil die sind scheiße zu fangen. Ach, das war mein ehemaliger Flieger. Ah, die hat auch direkt bei der ersten Zucht ist die Suppe rausgekommen als Arbeiter. Die hat auch 3 in Handwerk. Packerkönig. Wildoberberg, unbelastbar, weg mit dir. Ja, den hatte ich damals rangezüchtet und zur Zucht verwendet. Und Oberbergmann ist auch nicht schlecht, da kann man auch was damit machen. Das sind einfach 2 außergewöhnliche. Der ist aber besser überall. Der hat mehr Leben, 1 mehr Angriff, 1 mehr Verteidigung. Heck.
es jetzt männlich und weiblich gewesen wären, hätte ich sie beide behalten, aber so macht es keinen Sinn. Das ist die Saurose hier, die ich gezüchtet habe. Ron Cherry, der See. Imprägniert, weg. Eingebildet, weg. Ja, die ohne was behalte ich auch mal hier. Von denen habe ich ganz viele gehabt erst. Jetzt habe ich noch einige. Die behalte ich mal. Die haben halt hier schön die einzelnen Dinger dabei. Das ist auch gut für gezielte Zucht. Verfressene, fleißige Oberbergmann. Nach denen habe ich sogar ein bisschen gelevelt. Ich glaube, ich hatte aber letzt erst aussortiert und bei denen überlegt. Und mal Arbeitsvieh hatte ich doch zwei, der nur Arbeitsvieh hatte, oder? Männchen. Ah, und ein Weibchen, okay. Ja, und die habe ich auch rangezüchtet. Mit denen habe ich angefangen, mir Arbeit zu züchten. Und dann habe ich einen Relaxaurus weitergezüchtet und die hat nicht mehr verfressen. Das hat sich da mal übelst durchgesetzt. Obwohl, was ist ein Drachen? Ach nee, Drachentöter ist. Drachendings Oberbergmann. Das habe ich auch überlegt, den Oberbergmann mal drin zu lassen, aber ich habe ja einen Anubis mit Oberbergmann jetzt. Hier war dann der Starke. Ich habe gar nicht so viel zu verkaufen gerade. So, was hat der Händler hier im Angebot? Krempenhut, Zylinderhut, Dreispitz, Tropenhelm, verschmitzter Tokotoko-Hut, Catrus-Hut. Aber dem kann man auch die Rüstung kaufen, interessant. Und Munition kann man kaufen, das ist ja cool. Gib mal ein bisschen Pistolenmunition. Wie kaufe ich denn das? Hä, warum kann ich das nicht kaufen? Ach so, weil ich voll bin gerade. Mist. Ah, der hat Zwirchenfrüchte. Ah, dem kann ich die Samenmine sogar kaufen, das ist auch gut. Riesenhornknorren. Knochen kann ich ein paar kaufen, da brauche ich immer viel. Gefügigkeitsdroge, ein hochwirksames Mittel gegen renitente Elemente. LP lassen sich damit nicht wiederherstellen. Renitente Elemente. Kann man sie dann leichter fangen vielleicht? Sie schwammig formuliert. Aber hier kann man auf jeden Fall cooles Zeug kaufen. Vielleicht haben sie ja auch einen Auftrag für mich oder so. Gibt es hier sowas wie Aufträge? Es gibt Gerüchte, dass irgendwo da draußen in der Wüste ein legendärer Pal leben soll. Aber nicht wenige sind leichtfertig hinausgezogen und nie zurückgekehrt. Ich habe zwar nichts gegen euch wackelige Paltrainer, aber wenn man sich schon so eine Herausforderung stellt, sollte man doch gut vorbereitet sein. Ich wüsste wirklich gerne, ob es diesen legendären Pal in der Wüste wirklich gibt. Nur bisher ist niemand lebend zurückgekehrt. Also einen habe ich auf jeden Fall schon gefunden. Palladius mit seinem Freund Nocturnus. Und hier ist noch der Männersticken. Den habe ich scheinbar im Vorbeifliegen mal gesehen. Ich weiß aber nicht, wie der aussieht. Aber es gibt definitiv hier mehrere berüchtigte Perls. Wo ist denn der Chef hier, der Markus? Dem will ich auch nochmal schwätzen. Hier sieht es ganz schön kaputt aus. Ah, das. Erstmal den Schnellreisepunkt klar machen hier.
Hier unten sitzt jemand am Feuer. So ein Feuerchen ist schon was Feines, findest du nicht auch? Hör nur, wie schön es knistert. Früher hätte ich mir solche gemütlichen Reden nicht leisten können. Das war ja ein täglicher Kampf auf Leben und Tod. Aber seit er da ist, ist alles anders. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich ausgeraubt werde, während ich an meinem Lagerfeuer sitze. Es sind einfach die kleinen Dinge. Wer ist Markus? Wo ist der Markus? Scheint ein stark epischer Paltrainer zu sein. So, einfach hier oben. Nein, ich habe keinen Silberschlüssel mehr. Verdammt. Ja, wo ist dieser Markus, den alle lieben? Da ist noch eine Kiste. Zwölf hochwertigen Stoff ist kein Platz. Ich nur irgendwas, was ich essen kann. Brot. So, gib mal den hochwertigen Stoff leer. Her, leer. So. Ich weiß nicht, wo der Markus ist. Herrje, ich sehe es schon an deinem Blick. Du bist sicher gekommen, um den legendären Pal zu fangen. Lass es lieber bleiben und wirf dein Leben nicht weg. Mein ganzes Leben. Wenn es den wirklich gibt, dann höchstens ganz weit draußen. Wahrscheinlicher ist aber, dass nichts an den Gerüchten dran ist. Na, wenn du trotzdem gehen willst, halte ich dich nicht auf. Ob es da draußen einen legendären Pal gibt oder nicht, tja, das ist die Frage. Mensch, ich habe einen Durst. Es gibt hier auf jeden Fall einen legendären Pal. Mehrere sogar. Ja. Ich hätte gern mal den Chef hier gefunden. Markus. Wo ist Markus? Kann ich hier in dieses komische Schloss rein? Da gibt es keinen Eingang. Naja, was soll's. Was ist denn das hier für ein komischer Haufen? Ach, das ist der zwielichtige Händler. Den könnte ich eigentlich mal einfangen. Dann kann ich ihn mir immer hinwerfen, wenn ich was verkaufen muss. Der hat aber auch nichts Gescheites. Außer das hier. Ach, obwohl, Volleypops habe ich, glaube ich, auch schon. Valle. Ich muss aber sagen, ich will eigentlich eh nur noch gezüchtete Pals, weil die einfach besser sind. Die haben die guten Fähigkeiten, die ich gern hätte. Naja, gehen wir mal in die Base zurück. Wir haben leider dieses komische Material, das Paluminium, nicht gefunden. Ja, ein Silberschlüssel. Damit kriegen wir die Truhe auf. Yes. Ich dachte, ich hätte so viele Schlüssel, dass ich immer alle Truhen und einfach aufmachen kann, aber leider doch nicht. Aber jetzt haben wir ja einen. Hoffentlich ist die Truhe noch da. Und hoffentlich lohnt sich das, was drin ist. Wieder ein Bauplan für eine Metallrüstung. Naja gut, dann gehen wir zurück in die Basis.
Und müssen uns einen anderen Weg suchen, wo dieses komische, verheißungsvolle Paluminium versteckt ist. Vielleicht hier noch ganz in der Ecke. Man weiß es nicht. Es wird schwierig. So. Doubleman. Haufen Eier sind hier. Ich muss die Eierkontrolle machen. Und ich muss mir überlegen, was ich Neues züchten will. Und wie ich es züchte vor allem. Da kann ich nämlich die Zucht anschmeißen und kann das nebenbei züchten lassen. Ich tue erstmal den Weizen hier verstauen. Liegt hier noch was rum? Jawohl, jetzt haben wir ordentlich Milch und Weizen geht auch gut gerade. Da können wir ordentlich Torten herstellen. Ja, ich muss mir echt überlegen, was ich züchten will. Ich weiß gerade nicht genau. So, haben wir noch irgendwas, was vergammeln kann dabei? Nope. Gut, brüten wir noch die ganzen Eier aus. Gucken wir, ob wir auf den Reisen irgendeinen Teil gefunden haben, der es wert ist. Aber wenn wir sortieren, sind die Eier alle auf einem Haufen, oder? Das hier erstmal, das heiße Riesenei mit 50 Kilo. Das könnte ein guter Fund gewesen sein. Oh, ein Susaku. Galt einst als Bote nahe der Trockenzeit. In Dürrejahren wurde diese Pal von den Menschen der Hoffnung auf bessere Ernte gnadenlos gejagt. Oh, jawohl. Das hat sich gelohnt. Ich habe noch gedacht, ist es ein Phalaris-Ei? Aber es ist sogar ein Susaku-Ei. Mit Susaku und Anubis kann ich richtig fiese Viecher züchten. Ich glaube, da muss ich die Zucht anwerfen gleich. Ah, Joltok-Eier. Ist jetzt nicht so prickelnd. Ah, ein Dinosaurier haben wir auch gefunden, korrekt. Obwohl, Anubis-Ei ist 50 Kilo. Serpentera. Cognito. Ja komm, dann brüten wir die auch noch aus. Gucken, ob wir noch ein paar perfekte Arbeiter. Zwei perfekte Anubis-Arbeiter habe ich schon. Gucken, ob wir noch mehr kriegen. Arbeitsvieh, fleißig und Handwerksmeister. Ja, das ist auch ein perfekte, da geht sogar noch was drauf. Jawohl, noch eine. Wir haben jetzt halt keinen Blitzschnell, aber Blitzschnell brauchen sie auch, glaube ich, zum Arbeiten nicht. Fleißiger nochmal. Jawohl, drei fleißige Handwerksmeister in der Dings. Was haben wir hier eigentlich drin? Ich meine, gut, der hat auch. Ich meine, der ist fleißig und Arbeitsvieh und der andere hat fleißig Arbeitsvieh, Handwerksmeister und blitzschnell noch. Wäre traurig, wenn da kein guter rauskommt. Reicht aber mal mit euch. Ihr könnt mal aufhören. Ich glaube, ich habe erstmal genug Anubis-Arbeiter. Wir nämlich mit dem Susaku was züchten. Ich würde mal sagen, der passt gut zu meinem starke Phalaris. Ach, das ist gar nicht der ganz starke. Wo ist denn mein ganz starke Phalaris? Den habe ich irgendwo zum Arbeiten hingeschickt. Ach, hier ist er. Okay. Ja, was halt vielleicht interessanter wäre bei dem Susaku direkt hier. Ein dabei, Mann.
Diversen Weibchen. Und der hier hat Flink. Da könnte ich schon mal Flink und Blitz schnell hinkriegen. Da könnte ich noch einen schnelleren Flieger machen. Blitzschnellwelt. Ich glaube, mit dem hier verpaare ich den. Ich guck mal, was da rauskommt. Ich stopfe den mal kurz zurück, damit ich ihn direkt nehmen kann. Ach, wo ist er? Komm her. Stimmige Wuchs ist nämlich nicht verkehrt. Extra Feuerangriff wäre auch gut. Okay, Torten sollten wir haben. So. Oh, 26, das ist aber viel. Ja, soll's. Und nochmal schnell die Sammelrunde. Dann sammle ich hier alles ein und dann werde ich, glaube ich, AFK, bis sie die Paarung anschmeißen. Und in der nächsten Folge gucken wir dann mal, was so rausgekommen ist. Weil die lassen sich immer ganz gut AFK verpaaren. Weil ich weiterhin gucken muss, dass ich hier Dings ranbekomme. Dass ich dieses Paluminium ranbekomme, damit ich die Dinger da bauen kann. Ja, ja. Boah, die ganze Milch ist weg. Krass. Wahnsinn. Eier sind auch nicht mehr so viele da. Das, obwohl wir schon drei Kühe. Ich brauche unbedingt hier so eine Arbeitskuh. Hier drüben müsste ich mir eine Arbeitskuh züchten in dem hier. Ich meine, ich habe jetzt genug Arbeitsviecher als Rohmaterial. Da kriegt man bestimmt irgendwie eine Kuh hin. Und die Pistole bauen wir uns noch. Das wird noch die Errungenschaft heute. Ich will gucken, wie stark die Pistole ist. Anubis, komm her. Ja, da müssen wir, glaube ich, rüber an die Waffen und die Waffenbank. Was eigentlich ganz cool ist, dass man nicht noch Kabel verlegen muss. Boah, 337 Metallbarren. Das ist ja geisteskrank. Na gut, dann können wir die Pistole jetzt leider doch nicht bauen. Was soll's. Aber wir erschlagen mal irgendwas im Schwert. Ich will mal wissen, wie stark das Schwert eigentlich ist. Oh, das ist stark. Hier, gib mir eine Reihe. Hühnchen hauen ab, die wollen mir Reihe nicht geben. Ich nehme gleich die Armbrust. Jetzt reicht's mir. Die schlafen, da kann ich ein Schwert drauf hauen. Und so können wir natürlich auch Eier sammeln. Gut, gut. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.